Guten Abend. Ja, schön, dass es doch ein paar Leute zu uns geschafft haben, trotz des fantastischen Wetters. Aber hier ist ja auch schön klimatisiert. Mein Name ist Jonas Peter und ich bin für das Veranstaltungsprogramm hier am Endes Dokumentationszentrum zuständig. Die heutige Veranstaltung ist noch Teil eines umfassenderen Begleitprogramms, welches unsere vergangene Ausstellung To Be Seen, Queer Lives flankiert hat. Die Ausstellung ist leider nicht mehr zu sehen, das Thema wird uns aber weiterhin begleiten, vor allem im Pride Month Juni. AIDS führte in den 1980er Jahren zu einer heftigen Restigmatisierung homosexueller Menschen und so mancher Vorschlag zur Bekämpfung der Pandemie klang alles andere als liberal, besonders hier in München. In dieser Zeit lag Widersprüchliches besonders nah beieinander. Leben, Sterben, Trauer, Ausgrenzung, aber auch emanzipatorische Energie im Kampf gegen Diskriminierung. Ein genauerer Blick auf diese Zeit und die damalige Gleichzeitigkeit von Stigmatisierung, Emanzipation und Normalisierung kann helfen, auch die Geschichte anderer sozialer Gruppen, die sich gegen ihre eigene Marginalisierung wehrten und heute noch wehren, besser zu verstehen und so das Bild der deutschen Geschichte diverser zu gestalten. Das wiederum spannt einen Bogen zu unserer Arbeit hier im Haus. Geschichte und Gegenwart sind für uns nicht zwei voneinander abgekoppelte Welten, sondern über einen dynamischen Prozess des Erinnerns miteinander verbunden. Die Vergangenheit ist Teil unserer Identität, unserer gesellschaftlichen Strukturen und unserer Denk- und Handlungsmuster. Der Historiker Benno Gammal schreibt in seinem Buch Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute, Zitat, die 1980er Jahre verdienen mehr Aufmerksamkeit und eine Neubewertung. Nicht nur, aber auch aus queerhistorischer Perspektive wird schnell klar, wie grundlegend sich viele Dinge in dieser Zeit verändert haben, wie damals Dynamiken Fahrt aufnahmen, die noch unsere Gegenwart ganz entscheidend bestimmen. Zitat Ende. Ganz in diesem Sinne freue ich mich, heute unsere Podiumsteilnehmenden begrüßen zu dürfen. Den Künstler Philipp Hufler, den Psychologen Stefan Zippel und die Kreisverwaltungsreferentin der Stadt München, Hanna Sammüller-Grandl. Moderiert wird der heutige Abend von Jan Tuschinski. Seit 2006 arbeitet sie als Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, Redaktion Wissen und Bildung, mit dem Schwerpunkt Medizin. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend und eine angeregte Diskussion im Anschluss. Philipp Gufler hat mir noch was in die Hand gedrückt, vorhin, und ganz im Sinne von, man soll ja auch andere Veranstaltungen ein bisschen pushen, möchte ich darauf hinweisen, dass eine queere Legende Münchens, Cosi Piero, ausgestellt wird, und zwar in der Galerie Françoise Heitsch zusammen mit Philipp Hufler. Am 22. Juni um 19 Uhr ist die Eröffnung. Genau, das wollte ich noch kurz sagen. Und genau, liebe Frau Tuschinski, jetzt übergebe ich an Sie. Dankeschön. Gar nicht über die Sitzordnung verständigt. Die Mikros sind an. Sie können mich gut hören. Ja, kommen Sie zu mir. Wunderbar. Ja, ich kann Sie beglückwünschen. Sie haben sich den besten Raum für diese Temperaturen ausgesucht. Die beste Abendveranstaltung überhaupt. Freue mich sehr, dass ich das heute Abend hier machen kann. Das Thema begleitet mich seit vielen Jahrzehnten, eigentlich als Wissenschaftsjournalistin, aber natürlich auch in allen anderen Facetten. Und ich freue mich, dass wir heute hier drei Menschen auf dem Podium haben, die drei sehr unterschiedliche Zugänge zum Thema haben, über die wir sicherlich in der nächsten Stunde einiges hören werden. Dann haben Sie auch danach die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wir können hier noch in rege Diskussionen kommen, solange Sie mögen. Ich freue mich sehr über Philipp Gufler, er ist Künstler. Und wie Sie zum Thema kamen, das erzählen Sie uns noch. Das ist ein zentrales Thema Ihres künstlerischen Schaffens, HIV und AIDS. Sie leben und arbeiten in den Niederlanden. Sie sind auch schon ausgezeichnet worden für die Arbeit. Und es ist schade, dass man die Gauweilereien, die Sie aufgearbeitet haben, auch in einer Installation nicht mehr sehen kann. Das ist wirklich zeithistorisch total interessant. Und schön, dass Sie da sind. Zu meiner Linken sitzt die Chefin des Kreisverwaltungsreferats, Hanna Sammüller-Grandl. Spannend ist, dass Sie die Behörde leiten, die in den 80er Jahren mit dem Thema HIV und AIDS doch für Schlagzeilen gesorgt hat. Und Sie sind damit beschäftigt, dieses Thema aufzuarbeiten. Da bin ich sehr gespannt drauf, was Sie uns dazu erzählen.
Ich darf verraten, Sie selbst, wenn ich richtig informiert bin, sind Jahrgang 1983, also geboren, als das Thema gerade so aufkam. Und insofern ist es auch sehr interessant zu sehen, wie Sie denn zu diesem Thema kamen. Und vielleicht kann man noch sagen, Sie gehören zwar heute zur Verwaltung, waren aber Vorsitzende der Münchner Grünen. Da sind Sie politisch verortet. Genau. Und ich freue mich über Dr. Stefan Zippel, Psychologe von der Klinik und Poliklinik. Jetzt muss ich immer gucken, sonst vergesse ich irgendwas. Für Dermatologie und Allergologie im Klinikum der Universität München. Sie, und das ist hochinteressant, machen psychosoziale Betreuung von HIV-Infizierten und AIDS-Kranken, Prävention, ein großer Teil, wenn ich das richtig weiß, Risikoverhalten, Aufklärungsarbeit in Schulen. Und das schon richtig lange und auch schon ja, fast in den Anfängen von HIV und AIDS. Freue mich, dass auch Sie da sind. Dank nochmal an die Veranstaltenden hier. Eine Entschuldigung schicke ich gleich voraus. Ich komme von einem konservativen Medienhaus, dem Bayerischen Rundfunk, und wir gendern nicht konsequent. Darüber können wir uns gerne hinterher auch noch unterhalten, warum das so ist. Ich weiß, dass ich das tun sollte und ich bemühe mich nach Kräften. Wenn ich das mal verschwitze und das nicht stimmt, dann sehen Sie es mir bitte nach. Ich versuche das. Ich habe es nicht immer verinnerlicht. Herr Zippel, ich fange einfach mal mit Ihnen an, gewissermaßen als Zeitzeuge. Erzählen Sie uns mal aus den 80er Jahren, wie war das, als HIV und AIDS ein Thema wurde? Wie sind Sie dem Thema das erste Mal begegnet? Also dem Thema zum ersten Mal begegnet bin ich 1984 mit einem Artikel im Spiegel. Da habe ich zum ersten Mal über diese Krankheit gelesen. Und ich muss vorausschicken, dass ich 1984 meine Großeltern betreut habe, die damals in Regensburg lebten. Und es war tatsächlich so, dass meine Großmutter 1985 dann gestorben ist, im Alter von 92 Jahren, und mein Großvater lebte noch. Aber es war tatsächlich so, dass ich mir auch gedacht habe, ich habe jetzt so viel mit dem Sterben zu tun gehabt, ich will mich jetzt eigentlich nicht mehr alten Menschen widmen, sondern eher jungen Menschen. Und habe dann 1985 mich mit dem Guido Wahl getroffen, der zu diesem Zeitpunkt in München ein Beratungstelefon mitleitete. Das war von der Rosa, das hieß Rosa Telefon. Mhm. Und dieses Rosa Telefon hatte einen Tag abgegeben für die AIDS-Hilfe, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade gegründet hatte. Und damit eben Menschen, die Fragen hatten, beraten werden konnten. Und da bin ich also hingegangen und habe gesagt, ich würde da gerne mitarbeiten. Und der Guido Wahl, das war ein ziemlich knorriger Mann. Und der hat erst einmal gesagt, naja, das ist ganz schön, dass du Psychologe bist, aber du hast ja keine Ahnung so in der Richtung. Und da musst du also dementsprechend erst eine Ausbildung haben. Das habe ich mich dann also auch daneben gesetzt und habe also so mitbekommen, was für Fragen da waren. Und es war halt einfach eine unwahrscheinlich große Unsicherheit und ein viel Unwissen da. Mhm. Und wir haben dann 1986, beziehungsweise 1985 haben wir dann angefangen, zusammen mit dem Dr. Hans Jäger, der damals in Schwabing eine Station, also für AIDS-Patienten eigentlich schon. Schwerpunktmediziner, AIDS-Experte der ersten Stunde auch. Erste Stunde, genau. Und der hat zu diesem Zeitpunkt 1985 gesagt, wir müssen einen Kongress machen. Und dieser Kongress hieß, also ein Kongress für Patienten, die also im AIDS-Vorfeld sind. Wir haben damals nicht HIV-Infizierte so gesagt, sondern AIDS-Vorfeldpatienten und AIDS-Patienten. Und es war ein Riesenkongress und da hat die Münchner AIDS-Hilfe damals und der Hans Jäger zusammengearbeitet. Und so bin ich langsam aber sicher in diesen Bereich reinkommen. Weil wir ja heute über diesen traumatischen Aspekt des Ganzen reden. Sie haben das gerade schon angedeutet. Sie wollten sich eigentlich mit dem Sterben nicht mehr befassen und plötzlich starben Menschen, junge Menschen. Ja. Das war das erste Trauma in einer Zeit, wo die homosexuelle Community damals sich gerade auch emanzipierte und eigentlich aus der Deckung kam, oder? Es war, naja, aus der Deckung kommen ist ein großes Wort. Also man hat sozusagen vorsichtig die Nase gehoben, würde ich mal so sagen. Und dann kam eben dieser Hammer wirklich AIDS. Und es war ja sofort klar, dieses AIDS hieß ja am Anfang GRID, also Gay-Related
Immune Deficiency Syndrome. Obwohl sehr schnell klar war, das betrifft ihn. Obwohl sehr schnell klar war, es betrifft nicht bloß homosexuelle Männer, sondern es betrifft also auch Bluter, es betrifft Heroinabhängige und dann war es natürlich noch die Haitianer. Die vier H. Diese vier Hs, genau, die da waren und wo eben dann eben das, der Name AIDS praktisch erst dann später wirklich geschaffen wurde. Mhm. Und das Problem war wirklich, man wusste nichts. Und die Menschen sind leider sehr, sehr schnell gestorben. Also ich kann mich an Situationen erinnern, als die Sendlinger Straße noch offen war. Ich triff jemanden von der AIDS-Hilfe, den ich also zufällig, also den ich gut kannte und sage, was machst denn du da? So, der, ich tue jetzt gerade dementsprechend Pakete ausbringen. Und drei Tage später sagt mir jemand, der ist gestorben. Also das ist innerhalb kürzester Zeit gegangen, weil einfach diese opportunistischen Infektionen überhaupt, also Infektionen, die dadurch entstanden sind, dass das Immunsystem von Menschen vollkommen zusammengebrochen ist und diese Infektionen konnten damals kaum behandelt werden. Was das bedeutet und wie Sie bei der Arbeit geblieben sind, darauf kommen wir noch, aber mich würde interessieren, Frau Sammeler-Gradl, wann sind Sie mit dem Thema zum ersten Mal in Verbindung gekommen? Wann ist Ihnen das begegnet? Das ist, glaube ich, an alles. Gut. Genau wie Sie gesagt haben, ich bin 1983 geboren. Ich bin, also sag ich mal, als Jugendliche das erste Mal damit in Berührung gekommen mit dem Thema AIDS und ich glaube auch mit dieser Benetton-Werbekampagne. Ich glaube, das ist das erste visuelle Bild, das ich so vor Augen habe, als ich es zum ersten Mal mir so vor Augen geführt habe, was das ist. Und was ich aber, ich habe jetzt eben gerade darüber nachgedacht, weil ich zum ersten Mal irgendwie mehr darüber gehört habe, geht vielleicht vielen so, das war dann so im Biologieunterricht, ja, wenn man so im Biologieunterricht gehört hat, wie dieses, was dieses Virus macht und wie es sich verbreitet. Und da wurde uns aber auch noch, und das war ja, also, naja, war ja wahrscheinlich schon um die Jahrtausendwende rum, wurde uns auch noch beigebracht, also das ist jetzt eine Krankheit, die ist also insbesondere eben unter Schwulen und eben Heroinkranken und also Heroinabhängigen und ich kann mich auch noch erinnern, das war dann damals ja auch so, dass wenn man mal ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, dann sollte man ja auch immer gleich einen AIDS-Test machen, einfach um zu schauen, ob da jetzt was war und da hat mir mein Frauenarzt auch noch gesagt, ja, aber Sie können das doch gar nicht bekommen. Ich dachte, naja gut, vielleicht habe ich das Konzept jetzt nicht verstanden, aber das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem Thema AIDS wirklich als Krankheit, die ich habe es im Vorgespräch auch gesagt, die ich aber damals natürlich noch nicht so hinterfragt habe. Das ist ja dann so ein spannender Moment, wenn man dann älter wird und mehr über die Krankheit weiß, sich zu hinterfragen, wieso habe ich das damals einfach so geglaubt und aufgenommen, wieso, also welchen biologischen Grund sollte es haben, dass dieses Virus jetzt nur schwule Männer trifft? Also hat dieses Virus, erkennt es das irgendwie, die Sexualität von einem Menschen? Ist es einprogrammiert? Und das, glaube ich, war so ein spannender Reflexionsmoment. Also gar nicht nur auf die Krankheit, sondern vielleicht insgesamt mit allem, was man so in der Schule oder in der Kindheit gelernt hat, sich zu hinterfragen, naja, stimmt das eigentlich so? Und jetzt hatte ich eben wieder viel mehr Kontakt damit seit meiner Arbeit im Kreisverwaltungsreferat. Darauf kommen wir unbedingt noch. Ich musste gerade innerlich schmunzeln, weil es ist ja bis heute so, dass das Robert-Koch-Institut auch feststellt bei Befragungen, dass Ärzte immer noch nicht besonders gut informiert sind über HIV und AIDS. Aber ich weiß nicht, ob wir dazu heute Abend noch kommen, aber es ist immer noch ein Thema. Herr Gufler, erzählen Sie doch mal, wie Sie zu dem Thema gekommen sind in Ihrer künstlerischen Arbeit. Ich bin auf dem Land in Bayern aufgewachsen, also meine Erfahrungen als Jugendlicher waren ziemlich ähnlich und das war auch das einzige Mal, dass in der Schule überhaupt Homosexualität auch thematisiert worden ist. Sonst war das nie ein Thema. Und als ich dann nach München gezogen bin, um hier an der Kunstakademie zu studieren, habe ich mich sehr stark mit politischem Aktivismus, kreativen Aktivismus auch, künstlerischen Aktivismus auseinandergesetzt, mit Group Material, Act Up, also künstlerischen Kollektiven, die sehr stark damals protestiert haben, auch gegen die Politik in den USA, gegen Ronald Reagan oder Thatcher in England. Und dadurch wusste ich sehr genau dann eigentlich Bescheid über die Situation in den USA und in England. Aber auch wenn ich in Bayern aufgewachsen bin und mein ganzes Leben in Deutschland gewohnt habe, wusste ich überhaupt gar nichts über die Situation
in Deutschland eben. Und ich habe dann in einer Ausstellung im Stadtmuseum über das Forum, damals hieß es noch Forum Homosexualität München, mittlerweile Forum Queeres Archiv München, von diesem Archiv gehört. Es gab noch damals zu dem Zeitpunkt noch von unserem Archiv, in dem ich seitdem Mitglied geworden bin, noch gar keine Webseite, aber bin in das Archiv eingedrungen und habe mich dann eigentlich jetzt mal aus eigenem Interesse ein Jahr lang sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt, habe dann auch angefangen, Zeitzeuginnen-Gespräche zu führen, zum Beispiel auch mit Herrn Jäger, den Sie gerade schon erwähnt hatten, oder auch mit Guido Wahl, und habe dadurch eigentlich erst über die sozialen und politischen Repressionen mitbekommen. Und das war dann 2012, 2013, wo dann auch Gauweiler, Peter Gauweiler, dann gerade als CSU-Vize wiedergewählt worden ist. Und ich konnte es so gar nicht fassen, dass es zum Beispiel es nach wie vor so nur in zwei Sätzen in seiner Wikipedia-Eintrag zum Beispiel auf AIDS eingegangen wird, aber dass eigentlich da eine Politik geführt worden ist, die gar keiner Rationalität folgt, wirklich eine Präventionsarbeit zu leisten, sondern eben nur über eine Stigmatisierung von den Gruppen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und eigentlich dann erst durch die Auseinandersetzung mit den Archivmaterialien und den Zeitzeugengesprächen ist mir eigentlich erst bewusst geworden, mit was für einer eigenen Scham ich über meine queere Sexualität ich aufgewachsen bin. Und das war dann eigentlich halt wirklich so ein Prozess auch, wo ich halt mich wirklich ganz stark eigentlich so eine Frage von, wie entsteht Geschichtsschreibung überhaupt? Wer erzählt die Geschichte? Welche Aspekte von der Geschichtsschreibung werden nicht erzählt? Mich in dem Bezug zur AIDS-Krise eben mir eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, an so einem sehr klaren Beispiel, dass eben es für sehr viele Menschen die Politik der CSU oder von Peter Gauweiler, der Maßnahmenkatalog von ihm, aber auch die Sachen, die er davor schon als Chef des KVRs geleistet hat, sehr starke Konsequenzen gehabt hat. Berufsverbote mehr oder weniger, Soundclub wurden geschlossen oder die Hebel ausgehoben oder es wurden Bars geschlossen wegen dem Verteilen von Kondomen, aber nicht für die verantwortlichen Politiker von damals. Und so war mir dann eigentlich dann sehr klar, dass ich mich da irgendwie mit auseinandersetzen möchte und habe dann eben das Künstlerbuch Projektion auf die Krise Gauweilereien in München und eine Videoinstallation eben dazu erstellt, die von meiner Perspektive, der jetzt natürlich, ich bin 89 geboren, eben auch nicht selber den Höhepunkt der AIDS-Krise erlebt habe, aber ich würde schon durchaus sagen, dass ich irgendwie noch sehr stark eigentlich davon auch irgendwie indirekt betroffen war, eben durch den Schulunterricht, den ich in Bayern genossen habe zum Beispiel. Und ja, deswegen habe ich mich dann angefangen und seitdem ist es eigentlich auch ein Thema in meiner weiteren Recherche im Archiv, die mich immer so weiter begleitet hat, weil natürlich auch sehr viele Künstlerinnen an den Folgen von AIDS gestorben sind, an die heute nach wie vor sehr wenig gedacht wird. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist eigentlich der Schrecken für Sie nicht so sehr die Krankheit, die Infektion, sondern was ist mit dem Umgang, ja, Sie sagten das, der queeren Sexualität einer bestimmten Gruppe, die nicht die Mehrheitsgesellschaft ist, was das mit dieser Gruppe gemacht hat. Ja, oder auch das verbundene Schweigen damit. Und da würde ich vielleicht auch irgendwie fast irgendwie so behaupten, dass es eigentlich zwei Phasen von Schweigen gibt. Damals von Kohl, der hat ja nie das Wort AIDS genannt. Ronald Reagan auch nicht, wollte ich gerade sagen. Auch nicht in den USA. Ja. Und aber dann eigentlich das zweite Schweigen war dann sozusagen dieses Schweigen ab den Nullerjahren, wo die medizinische Situation sich total verbessert hat durch die Kombinationstherapie, aber das Stigmata eigentlich nach wie vor das Gleiche war oder fast vielleicht heute immer noch das Gleiche ist. Wird es immer noch haben, ja. Da würde ich gerne einhaken, weil interessant ist, ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit Rita Süssmuth, die sagte, eigentlich gab es damals eine Riesenchance, sich überhaupt jetzt mal mit Sexualität auseinanderzusetzen und zwar für alle. Ja, also nicht nur queere Sexualität, sondern die gesamte Gesellschaft. Aber diese Chance ist irgendwie nicht genutzt worden. Herr Zippel, ich gucke Sie an, weil ich habe Sie aus dem Vorgespräch im Ohr, wie Sie sagen, darüber redet man bis heute immer noch nicht gerne. Also eigentlich diese Chance ist total verschenkt, oder? Die haben wir völlig vertan. Naja, also
ich denke, man muss vorsichtig sein. Wir haben auf der einen Seite natürlich schon die Chance gehabt, es ist zum ersten Mal über Sexualität gesprochen worden. Natürlich haben einige die wirklich die Lefzen hochgezogen, als dann zum ersten Mal über Analverkehr wirklich berichtet wurde. Das geht nicht. Natürlich geht es sehr wohl, wenn man es mit der richtigen Art und Weise macht. Und das erlebe ich ja auch. Also ich meine, ich bin ja häufig genug in den Schulen, dass ich sehe, also wie dankbar Lehrkräfte sind, wenn über das Thema gesprochen wird. Aber das Problem ist halt, dass sie immer einen Externen brauchen und dass wir es nicht gelernt haben, als Gesellschaft über Sexualität in einer vernünftigen Art und Weise sprechen zu können. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch habe ich da gesagt, wir sind immer wahnsinnig froh, wenn unsere Kinder die Sprache lernen. Wenn wir sagen, was ist das? Und dann sagt das Kind, das ist die Nase. Was ist das? Das sind die Ohren. Und wenn es nach unten geht, dann gibt es keine Worte mehr, beziehungsweise es gibt keine passenden Worte, obwohl es natürlich diese Begriffe gibt, wie Vulva und Penis, und warum soll man denn die nicht benennen? Und natürlich geht es genauso weiter, wenn wir die Biologie-Lehrbücher anschauen, dass halt in Biologie-Lehrbüchern vielleicht noch der Penis dargestellt wird, aber die Frau als sexuelles Wesen vollkommen vernachlässigt wird. Also es gibt keine Vulva, es gibt keine Klitoris in den Biologie-Lehrbüchern und es ist immer nur ein Riesenproblem, darüber zu reden, aber natürlich sind die Mädchen dann sehr dankbar. Und ich sage ja immer wieder, auch über Selbstbefriedigung muss gesprochen werden, denn den eigenen Körper kennenzulernen am Beginn der Sexualität ist ja entscheidend, denn wenn ich den eigenen Körper zum Beispiel als Mädchen kenne, dann kann ich halt in der sexuellen Begegnung mit einem anderen Menschen dem halt ganz klar sagen, du, ja, das kannst du bei mir gerne machen, aber das lass bitte schön bleiben, weil das macht mir keine Freude. Und das ist halt dieses Wissende, dieses informierte Nein, zu dem wir kommen müssen, wenigstens. Vielleicht wäre es natürlich nur ein bisschen besser, wenn wir zu einem Ja kommen, in dem das Mädchen tatsächlich sagt, das ist das, was ich mir wünsche und das auch dementsprechend formulieren, ohne dass sie dann sofort, wenn sie über die sexuellen Wünsche redet, diesen Schlampencharakter bekommt. Denn Männer dürfen über Sexualität reden. Männer dürfen sexuelle tatsächliche Kontakte haben, die dürfen Beziehungen haben. Aber sobald ein Mädchen zu viele hat, hat sie halt gleich dieses Stigma, das nach unten zeigt. Und das ist halt das, was über diese ganze Sexualität, über die wird in Schulen überhaupt nicht gesprochen. Und da wird halt dann, die Schwulen, die haben die ganze Zeit Sex. Es gibt so diese Aussage, wenn im englischen Garten da Heterosexuelle wären, Frauen wären, die bereit wären zum Sex, dann müssten wir eine Autobahn hinbauen, weil alle heterosexuellen Männer da hinfahren, weil sie natürlich diese Fantasien haben und die haben es damals auch gehabt. Also diese Fantasie, die haben die ganze Zeit alle Sex miteinander. Und deswegen stecken sie sich die an. Also das war ja eine Katastrophe, was zum Teil Ärzte in den 80er Jahren von sich gegeben haben über die Sexualität von homosexuellen Männern. Keine Ahnung gehabt, aber gescheit dahergeredet. Dann lassen Sie uns doch mal in dieser Zeit tatsächlich bleiben, sozusagen bei dem ersten Trauma. Philipp Kufler, Sie haben es schon angesprochen, was da alles in diesem Maßnahmenkatalog vorgesehen war. Frau Sammeler-Gradl, Sie sind gerade dabei, mit Ihrer Behörde das mal aufzuarbeiten. Und das interessiert uns natürlich. Erstmal, sind Sie eigentlich froh, dass Sie spät geboren wurden und sozusagen sowas an Ihnen vorüberging? Also ich glaube, da kann man klarstellen, schon sagen, in dem Fall war es nicht so, also das ergeben auch alle bisherigen Erkenntnisse, die wir hatten, dass das Kreisverwaltungsreferat eben sich in dieser Zeit gezwungen war, Maßnahmen umzusetzen. Es war schon gezielt gesteuert. Also es war ganz gezielt gesteuert, eben von der Behördenleitung damals Ängste zu schüren, dann auch bestimmte Maßnahmen einzuführen und eben auch durchzusetzen, um eben da den großen Macker zu markieren. Und man sah es ja dann auch an der weiteren Karriere, da war ein politisches Kalkül dahinter. Also jetzt im Nachhinein lässt sich das, wie ich finde, relativ leicht irgendwie sehen. Das war einfach ein Wunsch nach einer politischen Karriere und das Kreisverwaltungsreferat eignet sich gut dafür, wenn man eben da Law-and-Order-Politik macht und das wurde da eben umgesetzt. Und die Maßnahmen, die wir so finden, die waren, wenn man das so benennen möchte, schon kreativ, also beispielsweise das Türen aushängen in der Männersauna, damit es da irgendwie nicht zu Vorfällen kommt oder irgendwie die sehr häufige Betriebsprüfung in Bars, Zivilbeamte, die da ganz besonders oft vorbeigeschickt worden sind. Und das sind ja, das hört sich jetzt vielleicht für uns im Nachgang nach nervigen Maßnahmen an, aber tatsächlich stecken da ja Existenzen dahinter. Und wir haben im Rahmen unserer Recherchen bisher
ganz viel mit Zeitzeugen gesprochen, eben auch mit Betroffenen gesprochen. Und wenn man die Geschichten hört, merkt man, was da dahinter steckt. Das ist ein bewusstes Zerstören von Existenzen und eben auch bewusst von Menschen, die sich gezielt entschieden haben, dass sie aus dem bayerischen Hinterland jetzt eben nach München kommen, damit sie geoutet leben können, damit sie hier ihre Existenz eben aufbauen können in ihrem neuen Leben, für das sie sich mutig entschieden haben. Und dann wurde ihnen das gezielt und konsequent zunichte gemacht. Also das ist ja auch ein sehr großes psychologisches Moment, gar nicht nur ein wirtschaftliches, das da dahinter steckt. Ist das Traumatisierung im eigentlichen Sinne, Herr Zippel? Ja, ich denke schon. Also ich möchte es jetzt wirklich nur ergänzen. Der Herr Gauweiler hat ja auch manchmal die Münchner Aidshilfe besucht. Die war damals in der Müllerstraße. Und dann ist er vorgefahren mit zwei Polizeiautos. Und diese beiden Polizeiautos standen dann in der Müllerstraße. Da müssen Sie sich mal vorstellen, da stehen Sie als HIV-Infizierter, wollen da hingehen und sehen die Polizei. Da dreht jeder sofort wieder um und sagt, da gehe ich nicht hin. Und dann haben Sie natürlich genau diese permanente Kontrollen dafür, also wo einfach Beratung, wo Prävention unmöglich gemacht wird. Weil man natürlich Angst hat, wenn ich da reingehe, dann werde ich fotografiert. Dann bin ich dementsprechend wieder in den rosa Listen. Die hat es ja damals auch gegeben, die waren ja real. Und wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel in den öffentlichen Toiletten, den sogenannten Klappen, Spiegel waren, hinter denen tatsächlich also Beamte saßen und dementsprechend geschaut haben, wer ist jetzt da drinnen, was machen die jetzt gerade da? Und das dann alles Dinge, die in den Köpfen der Männer ja drinnen waren und die natürlich dazu geführt haben, dass im Gedanken, wenn jetzt als HIV-Infizierter oder damals als AIDS-Kranker, das war ja HIV in dem Fall gar nicht so gegeben, sondern es war ja alles AIDS, Sie haben ja gerade im Moment gesagt, den AIDS-Test, also den gibt es gar nicht, es gibt den HIV-Test, aber das war damals tatsächlich, also du bist positiv getestet worden und dann hast du AIDS gehabt. Und das war eben genau dieser Stempel, der auf dem drauf war, in den Menschen, in den Herzen und in den Köpfen und in den Seelen der Menschen. Aber eben nicht nur AIDS gehabt, sondern eben auch noch in so eine Schmuddelecke gestellt. Die Schmuddelecke, ganz richtig. Also das war genau das, wenn du mit diesem Testergebnis HIV positiv, war es ganz klar, du bist derjenige, der mit jedem ins Bett geht, der mit jedem selber Sex schuld hat. Selber schuld, genau. Und da, wir haben ja unwahrscheinlich viele junge Männer gehabt, die gesagt haben, ich habe einmal Sex gehabt und dann habe ich mir angesteckt. Ich kann mich an einen Jungen erinnern, der war in San Francisco, der war 17 und der kam dann in die Münchner Aidshilfe und der ist mit 26 dann an Aids in Berlin gestorben. Und dieser Junge, der war einfach zu dem Zeitpunkt, der hat überhaupt nicht kapiert, was ich mit ihm gehe. Aber es war natürlich genau das, also diese eigene Sexualität in San Francisco zu erleben. Und das war ja für den wie ein Paradies. Also da sind schwule Männer einfach rumgelaufen und sie haben Händchen gehalten. Das war ja damals in den 80er Jahren in München auch nicht möglich. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das war eine dementsprechend die Gefahr, dass man da dementsprechend wirklich angegriffen wurde. Und das ist leider heute einmal nur der Fall. Das ist etwas, was eben das Trauma wirklich immer noch dementsprechend gesteigert hat. Frau Sammler-Gradl, man würde ja denken, nach so einer Geschichte mit dieser Behörde, eigentlich wäre da irgendwann im Laufe der Jahre mal eine Entschuldigung fällig gewesen. Schwierig, oder? Hat nie stattgefunden. Also tatsächlich hat eine Entschuldigung nicht stattgefunden. Es war dann in dem Rahmen dessen, dass ich als Kreisverwaltungsreferentin eben ins Amt kam und gesagt habe, ich will mich nicht damit zufrieden geben, jetzt Regenbogenfahnen aufzuhängen und alles ist gut, ja, weil gerade im Kreisverwaltungsreferat war viele Jahrzehnte eben nicht alles gut, um mich eben da auch zu positionieren und zu sagen, ich möchte das aufarbeiten, ich möchte wissen, was da damals passiert ist. In dem Rahmen gab es erst wieder eine Äußerung seitens der CSU, die da eben hieß, naja, das war eben die Zeit und man hat eben damals gedacht, das wäre notwendig und ich weiß nicht, ob man es so rauslesen könnte, so im Nachhinein wäre man vielleicht schlauer. Aber eine Entschuldigung tatsächlich habe ich jetzt noch nicht rauslesen können. Ich glaube schon, dass das für die Betroffenen wichtig wäre. Und was wir jetzt aber als unsere Aufgabe sehen als Behörde, also ich will es eben gar nicht immer nur an den Menschen festmachen, aber die Behörde kann sich ja auch ihrer Vergangenheit stellen und den Betroffenen ein Forum bieten, dass sie es eben erzählen können und auch mal berichten können, was diese Behörde, wie Sie diese Behörde im Kopf haben und wie Sie diese Behörde erlebt haben und eben auch den Mitarbeitenden, die jetzt im Kreisverwaltungsreferat dadurch zu zeigen, dass nicht jeder Mensch freudestrahlend ins KVR geht und da seine Termine wahrnimmt, sondern
dass in vielen Bereichen, und das ist gar nicht nur der Bereich Homosexualität, das hat auch viel in der Ausländerbehörde, ja, sind auch viele Personen, die eben nicht freudestrahlend in das KVR gehen und sich da auf positive Leistungen freuen können. Das ist ja auch für die Reflexion unserer Behörde ein ganz wichtiger Aspekt. Sie haben angedeutet im Vorgespräch, dass die Gespräche, die jetzt mit den Zeitzeugen von damals stattfinden, durchaus auch geprägt sind davon, dass die Menschen endlich mal reden möchten, und zwar eben auch mit der Behörde, die ihnen ja vielleicht eben nicht nur Gutes getan hat. Ja, es ist wirklich so teils, teils. Man merkt es so, dass die einen wirklich gar nichts mehr damit zu tun haben wollen und irgendwie froh sind, dass sie es hinter sich haben. Und manche, aus denen sprudelt es raus. Also die haben jetzt wirklich endlich mal die Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und ich nehme das wirklich als sehr bewegend wahr. Und ich bin den Menschen auch unheimlich dankbar dafür, dass sie sich eben öffnen und jetzt mal das von beiden Seiten, von der Seite sehen können, von der wir es noch nie gesehen haben. Ja, ich freue mich eben auch, ich habe es schon angekündigt, wir wollen ein Erzählcafé machen, dass eben auch diese Geschichten mal der breiteren Öffentlichkeit zugänglich sind und man eben diese Einzelbiografien mehr versteht, dass es eben über das, was es heute dann teilweise wirkt, ein, weiß ich nicht, ermessensfehlerhafter Verwaltungsakt. Das ist eben mehr als ein ermessensfehlerhafter Verwaltungsakt, ja, sondern es war das bewusste und gezielte Zerstören von Existenzen. Philipp Rufler, was mich interessiert, Sie leben in Amsterdam, Sie sind weggegangen aus Bayern, aus München, Sie haben sich wahnsinnig intensiv damit beschäftigt, eine bewusste Entscheidung zu sagen, raus aus dem konservativen Freistaat, von außen auf diese ganzen Geschehnisse gucken? Das war vielleicht auch eher mit meinen Möglichkeiten als Künstler zu leben, aber ich bin eigentlich schon noch sehr stark mit München und gerade auch wegen dem Forum eigentlich noch sehr aktiv hier tätig, oder jetzt auch für die Ausstellung To Be Seen war ich auch sehr regelmäßig in München und arbeite viel ehrenamtlich für das Archiv, weil das ist vielleicht nochmal wichtig so festzuhalten, weil halt auch staatliche Archive dann die Position von den Opfern, aber auch den Protest, es gab ja auch dann ganz starken Protest gegen die Maßnahmen von Gauweiler. Das war ja dann nicht so, dass eine queere Szene sich einfach untätig irgendwie gelähmt gefühlt hat, sondern es gab ja auch einen sehr großen Aktivismus dann hier auch in München mit sehr großen Demonstrationen 86 oder dann auch ACT UP gab es auch in München, was zum Beispiel auch noch gar nicht aufgearbeitet ist, mit einem sehr kreativen Protest dagegen. Es haben sich die AIDS-Hilfen in ganz Deutschland gegründet, die erste AIDS-Hilfe in Deutschland hat sich in München gegründet. Also da gab es ein sehr großes Engagement dann auch, und ich glaube, diese Perspektive wurde halt so komplett nicht erzählt irgendwie, und deswegen glaube ich irgendwie, dass so diese Archivarbeit nach wie vor, gerade in der Stadt wie München, sehr wichtig ist, und das ist auf jeden Fall mal, was mich nach wie vor sehr stark mit der Stadt auch verbindet. Wenn Sie auf diese queere Community gucken, in der Folge dieser ganzen Geschehnisse, was würden Sie sagen, wie viel Trauma steckt drin durch die AIDS-Pandemie? Also wie viel ist da kaputt gegangen? Ich habe davor eigentlich so gemerkt, dass wenn man über queere Geschichte in München redet, redet man sehr gerne über die 1970er Jahre oder ganz frühen 80er Jahre irgendwie. Da hat einer Werner Fassbinder, aber dann nicht so gerne über die Zeit, wo sich München dann eben auch sehr stark geändert hat, wo ja auch eine andere Form von Gentrifizierung vom Glockenbachviertel zum Beispiel stattgefunden hat, der Sperrbezirk ja dann auch ausgeweitet wurde. Das ist ja auch alles parallel in dieser Zeit, hat stattgefunden. Also München hat sich ja zu diesem Zeitpunkt, soweit ich das aus meiner Perspektive heute sagen kann, ja sehr stark geändert, und ich möchte eigentlich genau an diesem Punkt eigentlich, da interessiert mich dann, warum hat sich München geändert, und eine queere Community ist heute natürlich ganz anders organisiert, aber wir merken das eigentlich im Forum, dass wir sehr viele junge Leute haben, die mittlerweile in unserem Archiv Mitglied sind. Wir sind ja vor allem ehrenamtlich organisiert, die sich sehr stark eigentlich für die Geschichte interessieren und die versuchen aufzuarbeiten oder sich damit auseinandersetzen möchten mit queerer Geschichte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal einem Publikum hier sehr wichtig zu sagen, dass erst 1994 wurde der Paragraph 175 ersatzlos gestrichen. Er wurde ab 1969 nicht mehr weiter angewendet.
Aber eine große Angst war ja auch ganz stark während der AIDS-Krise, dass der ohne eine Gesetzänderung sehr schnell wieder angewendet werden könnte. Und eine gewisse Rhetorik von Gauweiler oder vielen anderen Politikern, zum Beispiel, es gab ja Überlegungen, dass man AIDS-positiv oder HIV-positiv, Entschuldigung, tätowieren konnten oder dass Ghettos gegründet worden sind. Ein Leid von einem Holocaust ist natürlich immer singulär und mit nichts zu vergleichen, aber eine Rhetorik ist ja sehr ähnlich eigentlich, die in den 80ern dann wieder rausgekommen ist, die sich sehr ähnlich ist einer Nazi-Ideologie eigentlich. Und das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, dass zum Beispiel die Verfolgung von queeren Menschen zur Nazi-Zeit oder davor eben nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt aufgearbeitet worden ist und vielleicht deswegen auch so schnell dann wieder so eine Ideologie an den Tag kommen konnte. Aber da interessiert mich, also Frau Sammeler, gerade Sie haben vorhin gesagt, das ist natürlich politischer Opportunismus gewesen, das ist das eine, aber das ist natürlich schon auch, also haben sich da Menschen, es würde mich interessieren, auch von Ihnen, Herr Zippel, haben sich Menschen bedroht gefühlt, ja, weiß ich nicht, durch eine andere Form von Sexualität, in ihrer Identität bedroht gefühlt? Also woher diese Angst vor dem anderen? Ich weiß nicht, wer von Ihnen darauf eine Antwort oder eine Ahnung hat. Also ich kann es jetzt wirklich ja nur als handelnde Person jetzt im Nachgang mir anschauen. Und ich habe einfach schon den Eindruck, es ist ja ein immer wiederkehrendes Momentum, leider deutscher und wahrscheinlich auch internationaler Politik, dass es ziemlich einfach ist, auf Gruppen draufzuhauen und Angst vor Gruppen zu schüren, die sich gar nicht wehren können, die diskriminiert sind und vielleicht sogar schon doppelt diskriminiert sind. Ja? Weil, das ist einfach, die wehren sich nicht, die finden auch kein Gehör, die haben keine Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge differenziert darzustellen und die breite Mehrheit lässt sich möglicherweise auch über bestimmte Presseorgane ziemlich schnell in ein bestimmtes Fahrwasser bringen, wo man sagt, wir gegen die. Und der Eindruck entsteht für mich schon, dass das möglicherweise eben auch gewisserweise Vater des Gedankens war, zu sagen, ich möchte hier in meiner Position als Kreisverwaltungsreferent, Herr Gauweiler war sehr jung, als er Kreisverwaltungsreferent war, also ich werde irgendwie oft angesprochen, dass ich ja die jüngste Kreisverwaltungsreferentin werde, stimmt überhaupt nicht, der Gauweiler war 32. Als er Kreisverwaltungsreferent wurde, dass er in diese Position kam und eben bewusst Karriere machen wollte. Und im Kreisverwaltungsreferat lässt sich über so einen Weg relativ schnell Namen machen. Und deshalb, ich weiß nicht, wie ernsthaft die Bedrohung empfunden worden ist. Ich kann ja in die Menschen nicht reinschauen, aber dass man im Nachhinein sagt, na gut, das könnte aufgegangen sein, nachher eben eine große politische Karriere auch noch anzustreben, mit der Angst vor Leuten, die sich nicht wehren können, glaube ich, lässt sich gar nicht abstreiten. Aber hat Herr Gauweiler eben genutzt, dass doch Menschen Sorge haben oder Angst haben vor dem anderen und sich bedroht fühlen in der eigenen Identität? Ja, definitiv. Also ich denke, das war etwas, was er genauso mitgespielt hat. Also ich glaube sogar, dass er selber Angst gehabt hat, dass er sich anstecken könnte. Also mit 32, er war ja ein sexuell aktiver Mann, muss man mal davon ausgehen. Und diese Ängste waren ja auch in der Gesamtbevölkerung da. Man wusste ja insgesamt nicht, wie kann man sich anstecken. Also wenn Sie dann die Bild-Zeitung, die zu dem Zeitpunkt ja einen ganz üblen Beitrag geliefert hat und der Spiegel, wenn Sie diese Zeitungen sich anschauen, diese Artikel, dann war es ja häufig immer wieder die Angst da, ich könnte mich auch anstecken. Und mit dieser Angst haben natürlich diese Politiker alle gespielt. Was natürlich auch, denke ich, wirklich etwas ist, wenn ich eine andere Sexualität habe, wenn ich eine andere Form von Leben lebe, dann bringe ich mich ein in die Gesellschaft. Und das heißt, diese Gesellschaft muss sich mit mir auseinandersetzen und muss sich damit natürlich auch mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen. Und das führt dann manchmal dazu, dass man sagt, na, ich könnte ja vielleicht auch anders leben, aber das ist ja für mich hochgefährlich. Und alles, was gefährlich ist, das versuchen wir dann immer wieder abzuwehren. Also das ist ja eigentlich ein ganz psychischer, richtiger Effekt, der da ist, aber man kann das natürlich einmal hinterfragen, für das haben wir ja unser Hirn und unseren Kopf und können, also müssen nicht nach Instinkten arbeiten. Mhm. Aber diese wirklich niedersten Instinkte sind damals wirklich bedient worden von Politikern. In diesem Kontext, wie hoch muss man das Verdienst von Rita Süssmuth als Bundesgesundheitsministerin damals einschätzen, die sich gegen all diese
Machenschaften gewehrt hat und da recht wacker doch gekämpft hat. Also ich nehme Rita Süssmuth eigentlich bis heute als sehr wackere Kämpferin wahr, wirklich eben sich gegen den Mainstream auch ihrer eigenen Partei zu stellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auf Bundesebene nochmal eine andere Diskussion war. Man kann das nicht hoch genug hängen. Wir hatten auch eben über Frau Stamm gesprochen, die ja tatsächlich in Bayern als CSU-Mitglied sich auch nicht nur ziemlich klar positioniert hat, dann auch selbst vielleicht sowas wie einen Paradigmenwechsel auch eingeleitet hat. Also das sind zwei ganz besondere Frauen, die natürlich eben jetzt es auch viel schwieriger hatten als ich. Aus der Bubble, in der ich komme, ist die Position, die ich habe, gesettelt. Aus einer Bubble, aus der Rita Süssmuth oder eben auch Barbara Stamm kamen, da ist es nochmal was ganz anderes. Und nochmal auch wieder zu sehen, dass diese Personen ja es doppelt schwer hatten. Die haben sich als Frauen geäußert, sie haben sich eben als Mütter geäußert, als Mütter in der Politik, das war damals wie heute auch nicht einfach. Und dann noch gegen eine eigentlich eindeutige Positionierung, die ja zu dem Zeitpunkt auch ein echtes Gewinnerthema war, ja, mit dem ja auch konservative Parteien schön gepunktet haben. Also man kann das, denke ich, gar nicht hoch genug hängen und gar nicht genug Respekt haben. Wir haben überhaupt noch nicht über die Jetztzeit gesprochen. Man könnte ja nur denken, 40 Jahre danach ist alles bestens, ne? Aber mitnichten. Mir fallen zwei Momente ein. Also erstens hatten wir natürlich in München ein interessantes Ereignis vor wenigen Tagen, wo eine Lesung in einer Stadtteilbücherei mit Polizeischutz stattfand und eine teilnehmende Person ist auch nicht gekommen, wegen Bedrohung. Wie geht es Ihnen da, wenn Sie das hören, wenn Sie das gelesen haben, mitverfolgt haben, vielleicht sogar da waren? Ja, ja. Also wir hatten natürlich als Kreisverwaltungsreferat ziemlich viel damit zu tun. Ich war auch selbst bei der Lesung, also ich war auch selbst genau mit meiner Tochter bei der Lesung, die übrigens genauso langweilig war wie alle Vorlesestunden für Kinder, aber das mal unabhängig davon. Was ich unbedingt nur sagen wollte, weil mir das aufgefallen ist, als Sie das angesprochen haben, das ist ein Thema, das nie auch in den Medien rüberkam. Die CSU hat sich aufgeregt und alles hat sich daran aufgehängt, dass diese Künstlerin oder Künstler Eric Big Clit hieß. Um Gottes Willen, Klitoris, das heißt Klitoris übersetzt, um Himmels Willen, mein Kopf explodiert, wenn ich nur dieses Wort höre, Klitoris. Warum hat nicht irgendwann mal jemand gesagt, kann doch nicht schaden, dass Menschen wissen, was eine Klitoris ist. Am Ende des Tages profitieren alle davon, von dem Wissen, dass es eine Klitoris gibt und das ist nichts, was pfui ist und was bäh ist oder wo man sich irgendwie bei irgendwas irgendwie anstecken kann. Und das wurde aber gar nicht thematisiert, sondern darauf hat man sich dann im Wesentlichen geeinigt, dass das mit der Lesung und so, das ist ja schon okay, aber dass die Big Clit hieß, oh. Also das ist ein Aspekt der Lesung und der andere Aspekt der Lesung ist, dass es aber dann auch wieder so ein schöner Moment war. Also es gibt ja, hat glaube ich jede und jeder von uns, so Momente im Leben, wo man dann wieder weiß, es ist irgendwie doch alles gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und das war für mich der Moment, als ich eben zu dieser Lesung kam mit meiner Tochter und von den 50 angezeigten Demonstrantinnen und Demonstranten von München ist bunt waren, weiß ich nicht, 600, 700 da. Und von den 500 angezeigten Demonstrantinnen und Demonstranten von der AfD waren, 15 da. Und das war, wenn man da kam und die Stimmung gesehen hat, dann war das ein wirklich ergreifender Moment, dahin zu kommen. Man geht so durch und überall waren natürlich sehr viel Polizei, es waren auch Absperrgitter, die Polizei war natürlich höchst alarmiert, alles zu trennen. Und dann kommt man letztlich auf diesen Platz und da ist aber Seifenblasen und Regenbogenfahnen und bunt und man hält zusammen und wir sind eine Community und wir sind füreinander da. Das fand ich bei der ganzen Diskussion, die mich auf so vielen Ebenen genervt und angestrengt hat, so was Positives. Und dann kann ich am Ende auch irgendwie wieder zufrieden sein mit unserer Stadtgesellschaft und sagen, was bin ich dankbar, dass zu diesem schlimmen Event es wieder klar wurde, es ist irgendwie doch im Wesentlichen alles gut. Vielleicht haben wir doch kleine Schritte gemacht, wobei ich musste lachen, im Vorgespräch jetzt haben Sie dieses Wort gesagt, Frühsexualisierung, das große Unwort am Horizont. Also es gibt sozusagen schon so eine gewisse Angst, eine gewisse Sorge, dass Kinder, also von manchen Menschen, dass Kinder da was mitkriegen, zu früh mitkriegen, was Falsches mitkriegen, was auch immer, was sie nicht sollten.
Naja, mit diesem Begriff Frühsexualisierung wird halt immer gedroht. Und wenn man einfach Kinder kennt und wenn man mit ihnen umgeht, dann weiß man, Kinder sind neugierig auf der einen Seite, aber wenn sie was nicht interessiert, dann kann ich sie mit Infarkten vollstopfen und die schauen, hören einfach weg. Also das ist für die überhaupt nicht wichtig. Also da gibt es eine Frage vielleicht, die interessant sein könnte. Wenn die beantwortet ist, dann ist alles in Ordnung. Wenn sie nicht beantwortet wird, dann wird nachgebohrt, das ist klar. Aber ich kann Kinder also wirklich nicht früh sexualisieren. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn Kinder tatsächlich in einer intakten Familie aufwachsen. Also das ist das Entscheidende. Und das ist jetzt vollkommen egal, ob das Vater-Mutter ist, Mutter-Mutter oder Vater-Vater. Sondern es geht darum, dass diese Kinder merken, ich kann mit meinen Eltern tatsächlich reden. Ich habe hier nicht irgendwie so ein Tabu, wo ich merke, das wird jetzt gefährlich. Denn das kriegen Kinder sofort mit. Und also deswegen ist dieser Begriff Frühsexualisierung ist wirklich ein Kampfbegriff. Mhm. Und den müssen wir eigentlich immer wieder zurückweisen. Mhm. Philipp Gubuchler, wie geht es Ihnen, wenn Sie auf so ein Ereignis wie jetzt diese Lesung gucken? Sagen Sie, wir haben schon einen gewissen Schritt getan? Oder sagen Sie, es ist noch wahnsinnig viel zu tun? Erschreckt Sie das eher? Oder sagen Sie, in dieser Art der Auseinandersetzung liegt ja vielleicht auch eine Chance, weiterzukommen, sich näher zu kommen und aus bestimmten Nischen rauszukommen? Also wenn ich das Plakat zum Beispiel auch einfach so anschaue, das von der AfD aufgehangen ist, dann ist natürlich dem gar nicht abzuweisen, wie da wirklich eine NS-Ideologie in der Rhetorik und in der Bildsprache 1:1 ja wirklich zitiert wird mit der Hand und allem irgendwie an diesem Plakat ist ja wirklich irgendwie so total furchtbar, aber solche Momente von Demonstrationen sind natürlich dann Momente auch von Begegnungsorten von der Gegendemonstration, von der rede ich jetzt natürlich, wo man sich dann auch begegnet und vielleicht auch eine politische, queere Jugend auch politisiert werden. Und das ist natürlich auch eine große Chance sozusagen. Aber ich finde halt, deswegen glaube ich einfach, dass so eine Geschichtsarbeit, wie die das Forum macht, selbstorganisierte queere Gruppen, so wichtig ist, weil zum Beispiel der Blick auf queere Künstler wie Lorenza Böttner oder Rabe Perplexum, die sich sehr stark, die in München gelebt haben, Lorenza ist an den Folgen von AIDS 1994 gestorben. Das ist so wichtig, an solche Künstlerinnen auch zu erinnern und die endgültig auch in dem kunsthistorischen Kanon eine Sichtbarkeit zu geben, weil die zum Beispiel sich sehr stark schon bereits in den 80er Jahren auch sehr neue Wege gefunden haben, um ihre Sexualität und ihre geschlechtliche Identität auszudrücken, weil das halt ganz oft dann in der rechten Ideologie so dargestellt wird, als wäre das jetzt ein Hype und als würden auf einmal irgendwie ganz viele Kinder zwingen, trans zu sein oder sowas. Nein, es gab immer Leute, die sehr spielerisch mit ihrer geschlechtlichen Identität umgegangen sind. Und deswegen lohnt sich halt dieser Blick in die Geschichte, weil dann eben solche, das ganz schnell widerlegt werden kann. Nein, in den 1920ern gab es auch schon bereits eine sehr große Szene, die wir heute vielleicht als Trans-Szene beschreiben würden oder eine nicht-binäre Szene auch. Also das sind keine neuen Erfindungen, die irgendwie von den Medien oder von irgendwie, dass jemand jetzt das Gender-Sternchen verwendet, angestachelt werden, sondern nein, das ist so ganz normal und deswegen glaube ich, ist es wichtig, über diese Geschichte jetzt aufzuarbeiten, zum Beispiel auch mit den Gauweilereien und der Politik, die Peter Gauweiler und sehr viele der mitverantwortlichen CSU-Politiker damals gemacht haben. Jetzt haben wir vorhin gehört, ja, München ist bunt und es gibt die entsprechende Community, die sich auch gegen diese Strömungen wehrt. Aber wenn wir uns gerade die Umfragewerte für die AfD angucken, und da sind wir schon mal zwischen 18% und 20%, macht Ihnen das Angst? Das macht mir auf jeden Fall mal Angst, ja. Und das ist ja zum Beispiel in den Niederlanden auch nicht anders, wo vielleicht auch eine queere Szene sehr lang sehr unpolitisch war und dann irgendwie Rechtspopulisten toleriert haben oder sogar mit denen zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das ist so ein, das macht mir auf jeden Fall mal Angst. Also so, aber deswegen mache ich auch Kunst oder deswegen hocken wir hoffentlich auch heute hier, um halt, dem auch was entgegenzusetzen und
Man muss einfach hoffen, dass man da wirklich ein Zeichen setzen kann, was wir heute hier tun. Wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Ich würde gerne einmal den Blick ins Publikum hier werfen und gucken, ob Sie Fragen haben, die wir hier noch nicht beantwortet haben. Wir haben ein Mikrofon, das sehe ich da an der Seite schon. Und Sie werden ganz unbedingt aufgefordert, Ihre Fragen jetzt hier auch zu stellen, wenn Sie mögen, wenn Sie Anmerkungen haben. Einer muss immer den ersten Schritt machen, genau. Sehr gut. Ja, ich hätte eine Frage an die Frau Kreisverwaltungsreferentin. Und zwar, Sie haben sich ein ziemliches Projekt ausgesucht, wenn es darum geht, die Geschichte Ihrer Behörde dort aufzuarbeiten. Und ich habe das bis jetzt tatsächlich nur am Rande verfolgt. Was sind denn die konkreten Schritte, die Sie da ergreifen möchten? Also das ist ein, muss man vielleicht die Genese davon überhaupt eben berichten. Wie ich gesagt hatte, ich bin seit 1.7. letzten Jahres Kreisverwaltungsreferentin, also jetzt dann ein Jahr ungefähr, und war dann eben dann auch Pride Month. Und ich wollte nicht einfach nur diese Regenbogenfahnen aufhängen und so tun, als wäre immer alles gut gewesen. Und letztlich habe ich in der Videobotschaft an die Mitarbeitenden anlässlich des Pride Months gesagt, ich möchte, dass das aufgearbeitet wird. Ich will einfach nicht dieses Rainbow-Washing, dafür stehe ich nicht. Ich möchte das aufgearbeitet sehen. Ich habe ja bei mir im Kreisverwaltungsreferat einen Diversity-Stab, der ist mir zugeordnet, und ich wollte das diesen Diversity-Stab machen lassen und wollte das eben so ankündigen. Letztlich hat es dann den Weg nach draußen gefunden. Es war dann ein bisschen medial, hat sich die CSU natürlich reichlich angegriffen gefühlt. Und wenn man eine Möglichkeit hat, der grünen Kreisverwaltungsreferentin in die Parade zu fahren, gab es dann eben ein bisschen hin und her. Aber gut, nehmen wir natürlich gerne in Kauf. Ich habe dann in meinem Diversity-Stab eben angefangen, nach Kontakten zu suchen, also nach Betroffenen zu suchen, die eben damals das miterlebt haben, die vielleicht selber einen Saunaclub hatten, die vielleicht selber eine Kneipe betrieben hatten, denen vielleicht tatsächlich eben eine Art Berufsverbot auferlegt worden waren. Und wir haben diese Betroffenen interviewt und befragt, und wie vorhin schon angedeutet, also manche wollten sich gar nicht äußern, manche wollten sich sehr viel äußern. Und ursprünglich hatten wir gedacht, wir machen dann ein kleines Booklet vielleicht draus. Und dann erst im Rahmen des Projektes wurde es klar, es gibt viele Menschen, die wollen sich wirklich mitteilen, und die sind echt dankbar. Und so kam dann dazu die Idee, dass wir diesen Menschen eben mit dem Erzählcafé wirklich ein echtes Forum auch bieten wollen, dass sie es einer größeren Öffentlichkeit erzählen können und ihre Sicht der Dinge einfach mal klarstellen können. Und so der letzte Schritt der Genese war jetzt aber, dass wir auch gemerkt haben, dass es, hätte man sich auch vorher denken können, aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, dass es sehr schwierig ist, von Personen von intern des Kreisverwaltungsreferates ihre Kolleginnen oder Kollegen quasi zu befragen, ja, oder zu sagen, wie war damals jetzt genau die Weisungslage. Das funktioniert semi, sage ich mal. Deshalb haben wir jetzt eine externe Journalistin eben angestellt, haben ihr einen Werkvertrag gegeben, damit sie als externe Journalistin eben nochmal drauf eingeht und dann natürlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat, wenn das eben nicht ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen sind, die sie befragen muss, sondern eben als Externe sich der Angelegenheit nähert. Es ist tatsächlich ein großes Projekt, und wir wollen es eben auch mit der gehörigen Behutsamkeit machen. Also ich hatte auch überhaupt kein Interesse dran, da jetzt, weiß ich nicht, nach 3 Monaten eine schöne Presseerklärung irgendwo hinzuklatschen. Das wäre dann wieder nicht das gewesen, was ich wollte. Ich will es ja wirklich aufarbeiten, und ich will eben, wie ich vorhin schon auch das dargestellt habe, den Mitarbeitenden mitgeben, die Kundschaft, die zu euch ins Haus kommt, die ist nicht unbelastet von diesem Haus. Aber es soll irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, die Aufforderung, okay. Genau, also so wie es bisher geplant ist, ist eben dieses Booklet ist weiterhin geplant, und wir würden eben gerne dieses Erzählcafé machen, zusammen mit einer Ausstellung eben im Foyer vom Kreisverwaltungsreferat. Da, ich weiß nicht, wer dort geheiratet hat, da ist im Foyer so ein kleiner. Ich habe die Frage unten noch gesehen. Ich habe aber eine Nachfrage. Es ist ja manchmal so, wenn man aus Bayern kommt oder aus München kommt und man geht irgendwo in die Welt, Berlin oder so, dann gibt es ja durchaus Leute, die sagen, nee, also Bayern
auf keinen Fall und München auf gar keinen Fall. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, interessiert mich gar nicht. Also wo München auch ein gewisses Image hat, glauben Sie, dass das auch ein Stück weit auf diese Zeit zurückgeht? Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen. Also woher die Einflüsse jetzt genau kommen, kann ich nicht ausmachen. Aber dass ein Teil davon ist, diese Law and Order und dieses Vermischen, dieses das ist schmutzig und das ist Prostitution und Schwule und das ist alles eins, diese New Yorkisierung, pfui, das wollen wir hier nicht, wir sind das schöne Millionendorf, wir sind unter uns, das glaube ich auf jeden Fall, dass das noch nachwirkt. Wir sind als Behörde, wenn ich es tatsächlich jetzt im bundesweiten Vergleich sehe, sind wir zum Beispiel auch im Ausländerrecht, sind wir als Münchner Ausländerbehörde viel liberaler als andere Behörden, aber gibt trotzdem noch einen anderen Ruf und es gibt da ganz andere Ängste. Ja. Also da wird es noch viele Jahre und viele Jahrzehnte brauchen, bis das durchgesickert ist, dass es eben dass wir nicht in den 80er Jahren stehen geblieben sind. Das war übrigens in den 80er Jahren schon so, dass also zum Teil in Nordrhein-Westfalen HIV-Infizierte oder AIDS-Kranke wesentlich schlechter behandelt wurden. Aber wir haben damals wirklich in Bayern diesen ganz schlechten Ruf gehabt, der einfach dazu geführt hat, dass viele auch dann eben Bayern verlassen haben und gedacht haben, sie gehen ins goldene Hamburg oder nach Köln und sind eigentlich vom Regen in die Traufe gekommen. Das Image war einfach da und ist seitdem ein Stück weit. Da irgendwo war eine Frage. Ja, bitte. Ja, hallo. Entschuldigung. Ich stehe lieber. Ich habe mich sehr gefreut. HIV-AIDS ist auch ein bisschen mein Hobby, weil ich habe von 2001 bis 2013 im Berg am Starnberger See gewohnt. Peter Gauwal ist mir da auch schon ein bisschen über den Weg gelaufen. Deswegen habe ich da eher einen persönlichen Bezug dazu. Also ich selber bin jetzt nicht homosexuell, aber es ist auch egal. Also eben das, oder ab 87 diesen Zwangs-AIDS-Test, den es dann gab, den hatte er mehr oder weniger mit zu verantworten. Kennen Sie den Schottdorf-Laborbetrugsskandal? Den hat ja auch der grüne Sepp Dürr mal das auch mal versucht aufzuarbeiten. Da haben sich die Labore, die ganzen AIDS-Tests dann ausgewertet haben, oder da gab es noch ein Abrechnungsprodukt, die haben sich doch zusätzlich daran bereichert. Und der Verteidiger von Bernd Schottdorf war zufälligerweise dann später auch der Peter Gauweiler. Es ist nochmal ein eigener historischer Exkurs, da können Sie jetzt wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Wie gesagt, das ist was Eigenes, du musst am besten mal in Ruhe unterhalten. Kann ich ganz, ganz kleinen Exkurs, also noch bevor ich eben das mit der Aufarbeitung von Gauweiler gesagt habe, hatte mir der Gauweiler, als ich als Kreisverwaltungsreferentin gewählt wurde, einen Brief geschrieben. Wunderschön, in Büttenpapier, handschriftlich, von der Kanzlei Sauter und Gauweiler. Wem auch immer der Name Sauter vielleicht noch was sagt. Nochmal dazu. Sauter hat ja auch verteidigt, die Frau Schottdorf. Aber vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass in der Zeit, wo ich dann angefangen habe zu recherchieren, war auch der Bundestagsabgeordnete mit den höchsten Lebensverdiensten, was ja auch in der Presse vor ein, zwei Jahren sehr ausführlich, Gott sei Dank, auch thematisiert worden ist, wo eben auch nochmal eben sehr sichtbar ist, dass es für ihn überhaupt gar keine Konsequenzen hatte, seine Politik bis in die Gegenwart. Also dass natürlich auch im Fall von HIV und AIDS viele auch wirklich gut verdient haben daran, ist sicherlich auch nochmal, auch an den ganzen Bluttests, auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich wollte die Fragen aus dem Publikum nicht abwürgen an dieser Stelle, obwohl ich selber auch noch welche hätte. Ganz da hinten. Ja, ich habe sie auch gesehen hier vorne. Ja. Das heißt, es gab eigentlich keinerlei Konsequenzen für jegliche Institutionen, die daran beteiligt waren, an dieser politischen Agenda eigentlich? Oder gab es jegliche Aufarbeitung, weil das ist ja jetzt so der erste Schritt, was Sie gesagt haben, der stattfindet? Wollen Sie, also ich meine, man kann natürlich sagen, gut, Herr Gauweiler hat sich nicht durchgesetzt auf die lange Strecke mit dieser Politik, das kann man schon sagen, aber bitte, Frau Sammelagarde. Also tatsächlich eine Form von behördlicher Aufarbeitung gab es bisher nicht. Also was es eben gibt, sind Archive, über die wir jetzt in unserer Arbeit sehr dankbar sind, aber tatsächlich eine Form von juristischer Aufarbeitung oder auch nur behördlicher Aufarbeitung hat bisher nicht stattgefunden. Das sind sicherlich auch nochmal Parallelen zur Corona-Pandemie. Es wurden natürlich Dinge gemacht, damals auch, die man rechtfertigen konnte mit einer besonderen Situation. Da war juristisch dann im Nachhinein wahrscheinlich nicht so viel
zu holen. Und ich kann journalistisch sagen, Herr Gauweiler sagt also bis heute im Grunde nichts zu dem Thema. Ne? Das haben wir an verschiedenen Stellen. Ja, da würde ich vielleicht noch zum Beispiel, das hat mich sehr geschockt, wo Peter Gauweiler vor kurzem in der Talkshow eingeladen mit Gregor Gysi und dann hat Gregor Gysi nur so eine Zwischenfrage, sie sind gegen den Eurythmusschirm und hatten auch eine sehr kontroverse Meinung damals zu AIDS. Warum provozieren sie so gerne? Und damit wird natürlich auch mit so einer Frage von einem linken Politiker eigentlich sein Handeln damals auch total irgendwie verharmlost. Und ja, das schockiert mich dann eigentlich immer wieder irgendwie, dass es, ja, also bis vor kurzem war der einfach im Bundestag. Also das ist einfach, ja. Es klingt eigentlich wie eine kleine Neckerei, wenn man sagt, schockiert, es wird verniedlicht. Und wo ich mir von Politik in der kritischen Auseinandersetzung vielleicht schon eine andere Frage, aber er schweigt eben dazu. Hier vorne war eine Frage. Ich hätte eine Frage vor allem zum Titel, also weil der Titel der Veranstaltung ja ist kollektives Trauma und ich finde, das legt nahe, dass die Gewalt, also sowohl durch die plötzlichen Tode in der HIV-Pandemie als auch durch Diskriminierung und Ausschluss, dass das eigentlich gesellschaftlich nicht wirklich aufgearbeitet worden ist. Bisher, das geht jetzt auch alles in die Richtung, da hätte ich eine Frage vor allem an Stefan Zippel, ob Sie in der Betreuung von HIV-Positiven den bemerkt haben, dass gesellschaftlich sozusagen die Ereignisse gerade aus den 80er Jahren wenig bewusst sind oder aufgearbeitet sind im historischen Sinne. Was sind da Ihre Eindrücke aus Ihrer Arbeit insgesamt über die vielen Jahre? Ja, die Frage ist natürlich die, welche gesellschaftliche Schicht schauen Sie an? Also wenn Sie jetzt HIV-Infizierte anschauen, die sich heute mit HIV anstecken, stecken Sie immer noch knapp 2000 Menschen neu mit HIV an, jedes Jahr, dann haben Sie eine Gruppe, die immer noch mit diesem Ich bin HIV-infiziert und ich habe diesen Stempel wirklich leben müssen. Es ist leider eben so, wir haben über Ärzte überhaupt nicht gesprochen, tatsächlich, dass wenn jemand mit einer HIV-Infektion in der Praxis aufschlägt, dass es immer noch möglich sein kann, dass irgendjemand sagt, dieser Mensch ist hochinfektiös, also den nehmen wir ganz am Schluss dran. Die Operation ist erst als letzte, weil wir müssen alles nochmal desinfizieren. Also dieses Wissen, dass eigentlich HIV-Infizierte unter Behandlung überhaupt nicht mehr ansteckend sind, wird in einer gewissen Weise entweder negiert oder man glaubt es nicht, weil man natürlich dieses alte AIDS immer noch im Kopf hat. Dann haben Sie natürlich auch immer noch diese gesellschaftliche Situation, wenn Sie jetzt die queere Community anschauen, und da würde ich jetzt natürlich besonders die homosexuellen Männer rausnehmen, dass die auch immer noch mit diesem Stigma letztendlich leben müssen. Also auch hier immer nur dieses, es gibt die Braven, die Guten, die in Anführungszeichen heiraten und dann genauso wie Heterosexuelle außerhalb der Ehe vielleicht irgendwo noch was machen. Und es gibt diejenigen, die also dementsprechend ungebunden leben und das sind dann die Schlechten. Also dieses Denken ist letztendlich durch AIDS meiner Ansicht nach nochmal verstärkt worden. Und dann haben Sie natürlich auch noch die anderen Gruppen, die wir jetzt noch überhaupt nicht angesprochen haben, also zum Beispiel die drogenabhängigen Menschen, die immer noch mit diesem Stigma leben müssen und die ja überhaupt keine Unterstützung von Seiten des Staates bekommen. Also es ist immer leider immer noch so, dass eben wir in Bayern und eben nicht diese Möglichkeit haben, dass man mal Drogen testet. Also ich finde ein absolut vernünftiges Angebot, dass jemand hingeht und sagt, ich habe die und die Drogen, was ist denn da überhaupt drinnen? Und dann kann man damit ganz anders umgehen. Und das ist ja immer nur des Teufels, anstatt dass man einfach mal eine vernünftige Präventionspolitik macht. Und was halt immer auch wirklich nur das Problem ist, also auch die sexuelle Präventionspolitik ist meiner Erachtens auch sehr stark medizinisch dominiert. Also auf der einen Seite natürlich, dass wir PrEP haben, da sind wir glücklich drüber, dass es sowas gibt, aber dieses weitere über Sexualität reden, was habe ich für Wünsche und Bedürfnisse, das ist ja leider überhaupt nicht möglich.
Das Präexpositionsprophylaxe, das ist also die Tatsache, dass wir HIV-Medikamente Menschen geben, die noch nicht infiziert sind, damit sie sich nicht anstecken bei sexuellen Kontakten. Funktioniert wunderbar, aber es ist halt eben wirklich nur, dann hier nimm das und dann kannst du in Anführungszeichen weitermachen wie bisher, mit dem gleichen Druck natürlich, den man dann hat. Also du musst immer Sexualität liefern, du musst immer bereit sein, du musst immer dementsprechend deinen Mann stehen und dass man einfach mal sagt, ist denn das überhaupt notwendig? Was haben wir denn für sexuelle Wünsche und Bedürfnisse? Aber über das zu reden, das wird immer noch schwierig werden. Sie wollten, glaube ich, gerade einhaken noch dazu, oder? Nee, ich glaube, ich kann mich immer nur nickend anschließen. Ich komme ja aus feministischen Hintergrund und da sind natürlich ganz parallele Diskussionen natürlich immer dazu, dass durch dieses immer noch so schambehaftete Thema wir überhaupt nicht weiterkommen, eben was eben auch Gewalt an Frauen angeht und die Definition, was jetzt Gewalt von Frauen ist, und ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber das, was bei Rammstein eben momentan passiert, ich glaube, das sind alles Diskussionen, die viel klarer geführt werden könnten, wenn alle Leute eine klare Meinung und einen guten Bezug zu ihrem Körper haben könnten. Das ist mit einem sehr grundsätzlichen Punkt angekommen. Mich hätte trotz fast philosophischen Punkt angekommen, mich hätte trotzdem noch die Nachfrage interessiert, haben Sie eine Erklärung dazu, und eben das Robert-Koch-Institut liefert ja diese Zahlen sehr regelmäßig, warum gerade unter Ärztinnen und Ärzten das Unwissen über eine Infektionskrankheit wie HIV so groß ist? Ich habe eigentlich keine Erklärung dafür, weil wenn man Fortbildung macht, dann müsste man eigentlich die Daten sich anschauen und mit den Daten müsste man eigentlich wissen, da besteht kein Risiko mehr. Aber das ist, glaube ich, irgendwie sind irrationale Ängste, die sehr viel eben mit diesen Tabuthemen auf der einen Seite Homosexualität oder Sexualität zu tun haben, auf der anderen Seite natürlich auch Sucht. Also auch das kommt mit dazu und das sind alles Dinge, mit denen Ärzte sich nicht gern auseinandersetzen. Ich mache das jetzt sehr ungeschützt, aber es ist halt tatsächlich so, wenn es um diese Sexualität geht, diese Auseinandersetzung mit dem Körper, dann muss ich halt nachfragen. Und es ist halt immer sehr gern, also wenn wir so die Apparatemedizin haben, die wird bezahlt, da wird viel Geld verdient, aber mit dem Gespräch mit dem Patienten wird kein Geld verdient. Und deswegen werden Ärzte oder Studenten und Studentinnen nicht in der Ausbildung auf das hingeschult. Und das wäre halt das Notwendige. Also auf der einen Seite ist das Gespräch lernen und auf der anderen Seite den Menschen auch eben als körperliche Menschen, als sexuellen Menschen zu sehen. Und weil Sie jetzt gerade sagen, feministische praktische Hintergrund. Wir haben ja in der Dermatologie auch Patienten, die keine Infektionskrankheiten haben, aber die trotzdem im genitalen Bereich Krankheiten haben. Also zum Beispiel einen Lichenruber, eine sehr, sehr unangenehme und wirklich juckende und schmerzende Infektion, oder nicht Infektion, eine Krankheit, ist ja der Schleim, Scheidenschleimhäute können da betroffen sein. Und da kann man den Frauen helfen, aber man muss mit ihnen reden und nicht bloß operieren oder wegschneiden oder irgendwas zum Einreiben geben, sondern wirklich zu sagen, lern deinen Körper kennen. Lern kennen, wie deine Scheide, wie deine Scheidenschleimhaut auf diese Salben reagiert. Und du bist die Expertin, du kannst dich kennenlernen. Aber das muss ich halt als Arzt oder als Ärztin dann auch dementsprechend mir trauen. Und ich bin dann immer wieder erschüttert, wenn dann zum Beispiel eine Ärztin dann sagt, ja, dann ist halt mit der Sexualität vorbei. Also das kann doch nicht sein, dass es einem wirklich nur um Penetration gehen kann. Also der Mensch ist doch wesentlich mehr als sexuelles Wesen, als nur eins, in den eingedrungen wird oder der eindringt. Ne? Sondern, und das ist das, was halt eben man lernen müsste. Und das, dieses Sprechen, das fehlt halt. Dieses Gefühl für den Körper, was ich, ja, das genau. Bitte. Ach so, Entschuldigung, ich bin auch schon. Weil Sie gesagt haben, das Gefühl für den Körper, das ist etwas, was uns, das Reden über den Körper ist etwas, was uns fehlt. Wäre das nochmal, ich sag mal, ein politischer Wunsch oder überhaupt ein Wunsch zu sagen, da müssen wir unsere Bildung nochmal ganz anders drauf ausrichten oder da nochmal nacharbeiten? Also tatsächlich gar nicht mein Themengebiet, aber dass das alles noch so schambehaftet ist, das ist wirklich nur ein kleines Beispiel, das finde ich irgendwie aber so repräsentativ, ist, wir sind ja als Kreisverwaltungsreferat dieses Jahr das erste Mal
am CSD. Und ich kann es jetzt spoilern, wir werden eben Kondome verteilen und mit dem Spruch für Sicherheit und Ordnung und kommunale Verkehrsüberwachung. Und war aber großer Aufreger, ob die jetzt wirklich die Stadtverwaltung und das Kreisverwaltungsreferat und Kondome und uiuiui. Und wir konnten es letztlich verwirklichen, weil wir gesagt haben, ja, es ist ja Prävention, wir machen das mit dem Gesundheitsreferat zusammen. Die haben auch nochmal irgendwie kleinen Geldbetrag dazu geschossen, dass wir gesagt haben, das ist ja auch Gesundheitsprävention. Aber ich finde, das ist schon deutlich, dass irgendwie alles, was irgendwie eigentlich mit normaler Körperlichkeit zu tun hatte, das findet noch keinerlei irgendwie Eingang in irgendeine Verwaltungsarbeit, muss man schon sagen. Das sind besonders harte Wege. Ich gucke noch mal ins Publikum. Ganz da hinten ist noch eine Frage, bitteschön. Vielleicht habe ich es vorhin falsch verstanden, aber die Aufarbeitung findet praktisch im Kreisverwaltungsreferat statt. Also Mitarbeitende werden auf so befragt nach der Vergangenheit, oder? Aber was ist mit den Menschen drumherum? Also weil das, die Auswirkungen waren ja riesengroß und ich kann mir vorstellen, dass das ja wahrscheinlich auch mit der Finanzierung zu tun hat. Nee, also es werden befragt werden Betroffene, also Leute, die eben damals einen Konzessionsentzug erlitten haben. Also die wurden befragt im Rahmen des Projekts. Und das ist so die Hauptarbeit für intern im Kreisverwaltungsreferat. Und die Leute sind ja eben auch nicht mehr da. Aber da kann man sich, wenn noch Akten da sind, eben die Akten anschauen und sagen, wie wurde denn bitte das Ermessen jetzt ausgeübt? Wie wurde denn das jetzt begründet? Also es ist auf jeden Fall ein Projekt, das sich daran orientiert, was die Leute erlitten haben durch Maßnahmen des Kreisverwaltungsreferates. Glauben Sie denn, dass so eine Ausstellung, wenn sie dann am Schluss dann zustande kommt in der Behörde, auch nochmal eine ganz andere Wirkung dann entfalten kann, wenn sie eben öffentlich zugänglich ist und vielleicht auch nochmal wirklich was für die ganze Stadt bewirken kann? Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, gerade für die jüngere Generation, und im Kreisverwaltungsreferat arbeiten sehr, sehr viele Leute, die gerade erst fertig geworden sind, die da gar nichts mehr mit anfangen können. Mhm. Also die gar nicht mehr wissen, wer war denn dieser Gauweiler? Aha, der war auch mal Kreisverwaltungsreferent. Und was für Maßnahmen waren das jetzt? Und das, glaube ich, ist für die Stadtgesellschaft oder vielleicht auch für einen größeren Bereich wichtig, sich das im Hinterkopf zu lassen, dass wir nicht von der Geschichte sprechen. Wir sprechen nicht von irgendeiner Story, die mal im Fernsehen gesagt wird, sondern das ist wirklich passiert. Und die Leute haben das wirklich erlitten. Und die sitzen jetzt wirklich hier im Erzählcafé und erzählen dir, wie es für sie war. Also es zurückzuholen und nochmal zu betonen, das war Realität. Und das war eben nicht so lange her. Mhm. Gerade mal 4 Jahrzehnte. Mich würde zum Schluss interessieren, zuerst von Ihnen, Philipp Gufler, Sie haben sich so lange künstlerisch damit beschäftigt und Sie haben ja eingangs gesagt, dass sowas wie queere Sexualität lange im Heimlichen, im Verborgenen oder einfach im Nichtwissen, wurde nicht thematisiert, stattfand. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie jetzt mal in die nächsten 10, 20, 30 Jahre gucken? Wohin soll sich eine Gesellschaft entwickeln, damit das sichtbar werden kann? Es ist so ein Schritt wie einen anderen Bildungsplan zum Beispiel oder einen queeren Aktionsplan, der ist natürlich sehr, eine sehr wichtige Förderung vom diesjährigen CSD auch, den ich einfach auch nur, der selber hier Jugendlicher in Bayern war, irgendwie auch nur unterstützen kann. Und ich glaube halt, dass eben halt so queere Geschichtsforschung oder sowas auch anders gefördert werden muss. Also zum Beispiel, das Forum wird halt wirklich kommunal zwar unterstützt mit der Miete und also von der Stadt München und 3 Minijobs, aber das wird halt, sonst findet die ganze Arbeit halt wirklich ehrenamtlich statt. Und ich glaube, das ist halt wirklich, ich glaube, das wäre vielleicht so ein Wunsch, dass halt so queere Geschichte jetzt nicht nur nicht nur mit einer Themenausstellung jetzt hier im NS-Doku-Zentrum, das ist die Ausstellung war jetzt sehr wichtig, aber das kann nie mit einer Ausstellung getan werden. Also so queere Repräsentation zum Beispiel in Museen ist auch immer noch ganz schwierig und dass solche Themen zum Beispiel auch in der Kunst verhandelt werden, über die wir gerade gesprochen werden, dass solche Themen werden ganz stark eigentlich von KünstlerInnen
thematisiert, aber das ist nicht unbedingt sichtbar in den Institutionen hier in München. Und ich glaube, ja, ich glaube, da ist noch sehr viel langfristig einfach wirklich mit Sichtbarkeit zu tun. Und es können eben nicht nur einmal Flagge im Juni aufhängen, damit getan sein, sondern das muss halt wirklich eine konsequente Geschichtsarbeit, Aufklärungsarbeit im Unterricht auch. Das Wissen über eine queere Subkultur in den 20er Jahren ist einfach außerhalb einer kleinen queeren Szene noch sehr gering. Und ich glaube, die Ausstellung zum Beispiel hier im NS-Doku-Zentrum, das war ein erster Schritt oder sowas, aber sowas, wer Magnus Hirschfeld war zum Beispiel, wird nicht in den Schulen unterrichtet. Und das wäre nach meiner Meinung halt wirklich auch sehr wichtig, also eben nicht nur die Geschichte von den Mächtigen zu erzählen, sondern, und deswegen finde ich diese Erzählcafés auch wirklich auch so eine ganz wichtige Idee, also Erzählcafés waren in unserer Arbeit von Anfang an, also unsere Arbeit meine ich jetzt das vom Forum Queeres Archiv München, ein sehr wichtiges, halt eben nicht nur die Perspektive von den Mächtigen oder von den Politikern, deswegen war mir zum Beispiel ein Gespräch mit Gauweiler für mich gar nicht so interessant, sondern mit Hans Jäger oder mit Guido Wahl dann in dem Buch sehr viel wichtiger, um halt auch den Aktivismus zu beschreiben und eben nicht nur die Perspektive wieder aus der Perspektive der Mächtigen wieder zu erzählen. Sie wollten eigentlich eher die anderen, die Zeitzeugen, die darunter gelitten haben. Die darunter gelitten haben, aber die eben nicht passiv dabei, ich möchte ja auch nicht restigmatisieren oder sowas, sondern irgendwie halt wirklich diesen wahnsinnigen Engagement, diesen politischen Protest eben auch in meinem Buch dann nacherzählen oder auch in meinen Quills. Vielleicht könnte das KVR ein Ausstellungsort werden. Oh, da würden wir uns sehr freuen. Da würden wir uns wirklich riesig freuen. Vielleicht könnten wir das an dieser Stelle heute Abend hier vereinbaren. Das wäre doch ein Wahnsinnssignal. Ich schaue einmal noch zu Ihnen, wenn eine Frage offen geblieben ist, haben Sie jetzt die Möglichkeit, sonst würde ich nämlich Herrn Zippel das letzte Wort erteilen, weil mich ja schon interessiert, was Ihre Vision eigentlich ist von einer körperbewussten, wenig schambehafteten, aufgeklärten Gesellschaft, ob wir da nochmal hinkommen und was da aus Ihrer Sicht passieren müsste, um solche Traumata, wie das, über das wir heute jetzt hier gesprochen haben, ja, vielleicht in Zukunft zu verhindern. Ja, Philipp Kufel hat es eigentlich schon gesagt, das Entscheidende ist wirklich, dass wir unterrichten, dass wir informieren, was alles schon möglich war. Also gerade, wenn wir Hirschfeld uns anschauen, das war ja damals in den 20er, 30er Jahren, wirklich, da waren wir führend in Deutschland, was Sexualwissenschaften angeht, was dieser Mann an tatsächlich Literatur, an Wissen zusammengebracht hat, ist ja unglaublich gewesen. Und wenn man dann immer in den Geschichtsbüchern die Bücherverbrennung sehen, dann sind es genau die Bücher, die von Hirschfeld damals wirklich rausgenommen worden sind und auf dem Platz verbrannt worden. Aber das steht nie in einem Geschichtsbuch drinnen. Also es ist leider immer wieder so, dass tatsächlich diese queere Szene überhaupt nicht gezeigt wird. Und das Wichtige würde immer natürlich wünschen, ist, dass wir uns mehr vernetzen. Also dieses nicht bloß immer auf München schauen und was es bietet München, sondern dass wir wirklich in Bayern kleine und sehr aktive Gruppen haben, die tätig sind. Und die müssen wir natürlich auch unterstützen. Ich denke, Ihr Bayerische Rundfunk hat ja einen wunderbaren Podcast und da haben die eine CSD, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher CSD war, in einer wirklich, einem Dorf, in Anführungszeichen, im finstersten Bayern gezeigt. Und da war das ist wirklich Mut gewesen, dass die hingegangen sind. Und dann sagten die beiden Moderatoren, der Moderator und die Moderatorin, ja, warum waren wir nicht dabei? Warum haben wir aus München die nicht unterstützt? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man also tatsächlich diese Unterstützung rausbringt. Also wenn ich immer draußen am Land bin und den Schülerinnen was erzähle, dann erzähle ich halt auch, es gibt die Schule ohne Rassismus, es gibt die Schule mit Courage, wo ihr auch gegen Rassismus aufgrund der sexuellen Orientierung was tun könnt. Diese Schulen haben den Titel Schule ohne Rassismus, aber tun viel zu wenig. Also da würde ich immer wieder wünschen, dass diejenigen, die das machen, einmal ein bisschen nachfragen und sagen, was macht ihr eigentlich? Ihr schmückt euch mit diesem Schild, aber tut zu wenig. Und dann gibt es natürlich solche Organisationen wie zum Beispiel OSCAR.
eine ganz fitte, kleine Gruppe von Jugendlichen, die sagen, wir haben das Ziel an der Schule, zwei Punkte zu erreichen. Auf der einen Seite, dass diese queeren Jugendlichen einen Safe Space haben, also einen sicheren Schutz, und auf der anderen Seite aber auch, dass sich das Klima an der Schule verändert. Und das heißt, wir müssen da immer wieder die Lehrer, die an den Schulen sind, es sind ja an den Schulen LGBTIQ-Lehrer auch, dass wir die auch dementsprechend unterstützen, dass wir denen auch dementsprechend Angebote machen. Und das ist so mein Gedankengang. Ich biete zusammen mit der Gruppe FAQ Health jedes Schuljahr einmal im Monat ein Webinar an, also eine Fortbildung für Lehrkräfte. Und wir merken, wie wichtig es für die Lehrkräfte ist, zu erfahren, was kann ich tun, also nicht als Einzelkämpfer arbeiten, sondern such dir an der Schule die Verbündeten. Und wenn du da ein schwuler Lehrer bist, dann gibt es mit Sicherheit die eine oder andere Lehrerin, die heterosexuell ist, aber die trotzdem dich unterstützen wird. Oder es gibt die lesbische Lehrerin, die dann auch die Unterstützung braucht. Das Problem ist halt einfach die heterosexuellen Männer, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Diese Lehrer, die sind nie bei Fortbildungen. Das ist für die nie ein Thema. Und das müsste halt jetzt langsam so in die Köpfe kommen, dass auch ein heterosexueller Mann davon profitieren könnte. Also dass er nicht immer der Aktive, der Dominante, der Macho sein muss. Das ist ja wahnsinnig anstrengend für diese armen Männer, die sollten ja vielleicht ein bisschen Entspannung bekommen, und das wäre nicht schlecht, wenn sie in dem Bereich mitarbeiten würden. Das ist meine Vision. Wenn das kein Schlusswort ist, dann weiß ich nicht, und die nächste Veranstaltung machen wir hier mit dem Kultusminister, würde ich vorschlagen. Ne? Ich danke Ihnen sehr herzlich für das engagierte Gespräch auf dem Podium, und ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend hier waren, und danke an die Veranstaltenden hier und diesen tollen Ort. Vielen Dank, schönen Abend.